Wir beginnen hier mit der New York Speedway Strecke. Da ist nämlich die erste Abkürzung gleich zu Beginn zu sehen. Die kommt hier nämlich hier unter der Brücke da vorne. Da biegst du einfach rechts ab und benutzt hier einen Pilz. Dann gehst du hier rechts und dann links und dann wieder rechts durch. Das ist nämlich hier der kürzere Weg auch. Eine weitere Abkürzung in der zweiten Runde kommt hier gleich links und dann hier, wo du die Fontäne siehst, biegst du da vorne rechts ab, wieder links und rechts. Das ist eigentlich die gleiche, ohne einfach diese Abkürzung unter das Tunnel. Wenn du übrigens ein bisschen weit hinten im Spiel liegst, dann kannst du anstelle nach der Abkürzung bei diesem Tunnel hier links abbiegen. Da hinten gibt es eine Sprungschanze, worüber du eigentlich da hinten durchfliegst und da oben bei diesem Bus findest du noch ein paar Items. Auch kannst du hier mit einem Pilz hier abkürzen, durch den Park hier am besten. Bei der Marios Piste 3 kannst du hier bei der scharfen Kurve nach links ohne Pilz sogar auch abkürzen. Ich zeig dir das Ganze nochmals. Nochmals das Ganze, hier wird kein Pilz benötigt. Da kannst du mit einem Mini-Turbo die scharfe Kurve hier nehmen, siehst du? Easy und durch, kein Pilz benutzt. Und hier kommt eigentlich die Hauptabkürzung nach der scharfen Linkskurve. Nimmst du die Rechtskurve hier und kürzt hier komplett ab. Das ist eigentlich so ein bisschen so die Hauptabkürzung. Eine weitere Abkürzung gibt es übrigens auch schon beim Start hier. Da kannst du auch rechts abkürzen, aber mit Pilz oder halt Stern. Hier easy abkürzen und hier kannst du auch noch easy abkürzen. Auch noch eine gute Sache. Bei der nächsten Kurve könntest du eigentlich auch abkürzen, aber da hatte ich jetzt keinen Pilz für das Beispiel hier, aber funktioniert auch. Die nächste Abkürzung gibt es übrigens auch noch hier rechts, habe ich auch kurz vorhin gezeigt, wo man abkürzen kann. Und gleichzeitig hast du auf der linken Seite hier auch noch die Möglichkeit, hier durchzuflitzen. Geht alles auch. Und hier sogar auch noch abzukürzen. Also es gibt hier einige Stellen, wo man sehr gut abkürzen kann. Bei der Kalimari-Wüste kannst du gleich zu Beginn hier abkürzen, indem du driftest und hier den Pilz benutzt und da oben den versteckten, ja, Absprung da nimmst. Das ist ja schon mal eine Abkürzung. Dann hast du die Möglichkeit, die erste Abkürzung mit einer zweiten Abkürzung hier zu kombinieren, auf der rechten Seite hier. Und von hier aus fliegst du eigentlich da auch noch gleichzeitig da noch weiter. Hier kannst du links auch noch hier links abkürzen, wenn du genug Pilze hast. Ansonsten wird es hier für dich ein bisschen auch kritisch ausgehen. In der ersten Runde am Schluss gibt es hier rechts auch noch eine Abkürzung hier zum Springen hier. Kann man auch gut nutzen. Und in der zweiten Runde kannst du natürlich die Abkürzung hier auch wieder nehmen. Da kommst du auf diese gebogene Rampe drauf. Klappt wunderbar. Und in der dritten Runde im Tunnel biegst du hier ganz schnell nach links ab und hast die Möglichkeit auch hier noch eine Abkürzung hier zu nehmen. Da fliegst du ein bisschen länger, kannst geradeaus segeln oder komplett links den Weg auch abkürzen. Beim Waluigi Flipper gibt es eigentlich keine Abkürzung außer hier in der Mitte. Da kannst du mal versuchen in der geraden Strecke hier versuchen zu driften und gleichzeitig einen Mini-Turbo aufzuladen. An derselben Stelle am Schluss kannst du übrigens auch hier links durchfahren, wenn dich diese komischen Flipperteile hier in der Mitte ein bisschen stören oder Flipperarme am Schluss. Das heißt, das ist ein bisschen so der sichere Weg, aber meiner Meinung nach keine Abkürzung. Dasselbe funktioniert übrigens auch hier rechts hier durch. Diese Kugeln kommen hier übrigens auch ab und zu mal hier durch, aber diese Teile hier in der Mitte, die treffen euch dafür auch nicht. Im weiteren Streckenverlauf da vorne findest du übrigens auch noch ein paar Münzen, wenn du noch Münzen brauchst. Sydney-Strecke. Ab der zweiten Runde, wenn es Richtung See geht, kannst du nämlich hier ganz links hier abkürzen. Das ist richtig nice. Und hier vorne kannst du auch noch abkürzen. Auch noch richtig nice. Bei der zweiten Runde hier kannst du da vorne rechts nämlich auch abkürzen. Siehst du hier? Aber das funktioniert nur bei 200er CCM. Mit 150 CCM brauchst du hier dafür einen Pilz. Nice Sache, ne? Da vorne kannst du auch noch mit deinem Pilz easy abkürzen. Einfach rechts reindriften und jump und die Abkürzung hier nehmen. In der zweiten und dritten Runde kannst du da hinten übrigens am Schluss auch vor dem Ziel noch ein bisschen abkürzen. Und hier nochmal die Abkürzung mit dem Pilz. Und hier kommt eine Mega-Abkürzung im Schneeland. Und jump! Nochmal das Ganze.
Die Abkürzung ist übrigens gar nicht mal so leicht. Ich zeig dir, wo du hingehen musst. Du musst dich einfach hier an diesen Schneemann da vorne ein bisschen orientieren und an diese Münze hier. Siehst du, da gehst du hin. Da ist die Münze, die ganz links außen. Driftest hier rein. Rein, rein. So. Und da lässt du den Turbo da los, also den Mini-Turbo. Und benutzt gleichzeitig auch den Pilz und springst hier ab. Und du musst hier nach unten kommen. Wenn du hier da unten landest, dann zieht dich Lakito wieder übrigens zurück. Einfach so als Info. Und das ist 150 CCM, wo du hier auch siehst. Wenn das Ganze mit der Abkürzung nicht so klappt, so wie hier jetzt, dann musst du noch ein bisschen üben. Des Weiteren gibt es hier da vorne auch eine Abkürzung, wo man zwischendurch da fahren kann. Und dann rechts hier auch über die Rampe noch ein bisschen abkürzen kann. Bei der Pilzschlucht gibt es ja am Schluss eine wirklich riesen Abkürzung, wo du hier von mit einem Drift hier machen kannst. Sieht leicht aus, aber braucht ein bisschen Training. Ich zeig dir mal schon, worauf du dich noch ein bisschen achten musst. Weil du fängst nämlich hier nach dem Sprung fängst du an zu driften und gleichzeitig orientierst du dich ein bisschen an die Münzen, weil die weisen dir eigentlich den richtigen Weg. Siehst du, jetzt fängst du an zu driften und nicht an diese Münzen da hinten zu orientieren, sondern an diese Münze. Siehst du, da driftest du rein, rein und springst da ab und springst da hinüber. So, hier die Münze, in die Münze reingedriftet und Sprung. So macht man das. Die Abkürzung ist natürlich nicht leicht, über so die eine Stelle zu springen, aber ich zeig dir mal noch eine andere Art und Weise, wie ich das hier noch auch so ein bisschen so gemeistert habe. Hier, ich bin nicht auf die Münze, sondern rechts ein bisschen neben der Münze, siehst du? Und spring von hier ab. Du musst natürlich auch die Sprungtaste drücken und dann das Item benutzen. Und dann landest du eigentlich hier. Und das ist eigentlich auch schon sehr gut, finde ich. Nochmal. Gut, ne? Bei der Pilzschlucht gibt es aber noch am besten mehr, weil du kannst dich auch hier an der Münze orientieren, links abdriften und einfach hier auf die Pilze drauf springen. Das Ganze geht übrigens ohne Turbo-Pilz. Und das ist 150 CCM. Ich zeig dir das nochmals. Turbo-Start hier gemacht. Drifte hier schon ein bisschen. Hier an die erste rechts außen Münze. Drifte weiter. Lass los, spring ab. Erster Pilz. Zweiter Pilz und darüber. Und du siehst, da oben links habe ich nicht mal einen Pilz auch benutzt. Cool, ne? Und im Übrigen hier bei der Pilzschlucht, der Weg da oben durch ist anscheinend keine Abkürzung. Die bei Zeitfahren, die fahren alle unten, also neben den rechten Weg übrigens. Mit dem kleinen Baby bin ich übrigens auch mal ein bisschen anders gefahren. Hier, schau an, ich bin da ein bisschen weiter nach außen, noch weiter nach außen. Und von hier aus bin ich darüber gesprungen. Siehst du? Aber je weiter man nach außen geht, umso mehr ist die Gefahr hier, dass du an die Wand und ein bisschen ins Gras hier knallst. Und die eine Abkürzung kannst du natürlich auch easy hier mit dem Pilz hier nehmen. Wie schon gesagt, geht auch ohne. Nice, ne? Ice Cream Escapade hat eigentlich keine offizielle Abkürzung, außer hier kannst du ein bisschen die Kurven sehr, sehr scharf nehmen oder allgemein auf der Strecke. Noch ein schöner Leckerbissen. Bei 200 CCM kannst du doch hier noch abkürzen. Was? Ist ja wie bei der F-Zero-Strecke. Noch einmal das Ganze für dich. Mit dem Pilz 200er CCM. Wie das Ganze funktioniert? Ganz einfach. Du fährst hier geradeaus und da vorne gibt es nämlich unterschiedliche Farben. Es beginnt da vorne mit blau, also eigentlich da unten mit grün, aber kannst du schon blau. Blau merken. Und hier kommt hier pink. Und bei pink biegt er so richtig krass links ab in Richtung Orange. Und bei Orange hier springt man ab. Siehst du, man springt ab und benutzt gleichzeitig auch den Pilz und fliegt hier easy nach unten. Das war jetzt ein Pro-Geist, aber ich zeig dir mal, dass ich das auch hingekriegt habe hier. Easy nach unten hier. Klappt auch gut.
Nur der Unterschied war, dass ich hier eigentlich nicht bei Orange abgesprungen bin, sondern ein bisschen zu spät. Aber das klappt auch sogar hier am besten später. Sieh an. Ich bin hier bei Grün abgesprungen. Mit dem Pilz und links abgebogen. Und hat auch hier geklappt. Das Interessante war, das hat bei mir nur bei 200er CCM geklappt. Und ich habe gedacht, dann, okay, gut, probiere ich jetzt mal bei 150. Ich bin zwar runtergefallen, aber bin jetzt weiter nach oben gegangen. Orange. Grün und Jump. Geht bei 150 CCM übrigens auch. Und dann der Höhepunkt ohne Pilz. Geht das auch? Lohnt es sich überhaupt, diese Abkürzung bei 150 CCM zu machen ohne Pilz? Yay! Eine kleine Mini-Abkürzung. Also am besten funktioniert sie natürlich mit dem Pilz bei 200er CCM, 150 CCM geht es auch. Ich denke einfach so ein bisschen nach, wenn da viele andere Fahrer sind oder so, dass man hier ohne Pilz hier zum Beispiel hier abspringt. Seht ihr, da bin ich abgesprungen. Hier zack und bin da ein bisschen so unten durchgefahren. Naja, das wäre es auch schon gewesen mit den ganzen Abkürzungen hier vom Rüben Cup und Propeller Cup. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.